Hallo, ich grüße euch, hier ist wieder Janosch. Ich hoffe, es geht gut. Heute haben wir den 20. März. Der Frühling lässt sich nicht mehr aufhalten. Nachts sind noch die Wiesen abgefroren, voll mit Raureif. Auch die Autos müssen gekratzt werden. Aber jetzt, so am Nachmittag, haben wir 13 Grad. Die beste Zeit, um Fahrrad zu fahren. Ich werde heute leider alleine fahren, nämlich meine liebe Frau Susanne hat seit einer Woche Corona. Wir sind dreimal geimpft, Gott sei Dank scheint ihre Krankheit leicht zu verlaufen und ich habe noch keine Corona gekriegt. Ich bin auch dreimal geimpft und deswegen brauche ich nicht in Quarantäne zu bleiben. Aber ich werde weitgehend vermeiden, mit irgendjemand in Kontakt zu kommen. Auch ihr steht nicht in Gefahr, von mir jetzt infiziert zu werden. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt bitte mit. Es geht los. Wir wissen, wenn wir das Gauting herausfahren, geht es immer erstmal ziemlich steil aufwärts wie hier. Ja, heute Sonntag sind ziemlich viele Radfahrer unterwegs, wie man hier sieht. So wie ich. Ja. Ja, es ist schön heute mal ein bisschen rauszugehen. Ich hoffe, dass meine liebe Frau bald gesund wird und dann können wir wieder zusammenfahren. Das ist nämlich viel schöner als so alleine. Na gut. Das kommt noch. Ja, es ist noch recht vorfrühlinghaft. Irgendeine Getreide ist hier links von uns vielleicht 1-2 Zentimeter erst aus der Erde rausgekommen. Und hier ist noch gar nichts gesehen. Hallo! Ja, ich mag natürlich Kinder, aber da muss man höllisch aufpassen, weil die sind sehr verspielt. Da fahren die so, als wenn die irgendwie ein Spielplatz wären und nicht auf einer Straße, wo übergewichtige alte Männer ungebremst Gefahr bedeuten.
Jetzt kommen wir hier nach Unterbrunn. Gut, hier geht's links. Okay. Ihr könnt das nicht riechen, aber hier riecht nach Pferde. Hier nämlich links von uns ist ein Gestüt. Ja, hier sind wir also in Unterbrunn und hier gibt es noch manche Ecken, die recht dörflich anmuten. Schön. Hier gibt es mehrere richtig schöne Gaststätten, wo man bald, wenn die Biergartensaison kommt, richtig gut bayerisch essen kann. Hier vor uns, das ist eine kleine Wallfahrtskapelle, etwa vor 1700. Ja, hier links vor uns sind riesige Abbaugebiete für Schotter. Das ist hier südlich von München ein echtes Problem, weil es wird in München gebaut wie verrückt. Leider nicht unbedingt Wohnungen. Wie man weiß, die Wohnungsnot ist riesig. Und der Schotter für die Bautätigkeit kommt halt von hier, von der Land südlich von München. Und hier ist also mehrere Quadratkilometer, die schon, ja nun, man kann wohl sagen, verschandelt wurde. Aber das Problem ist, dass das reicht nicht. Es sollen noch weitere Gebiete erschlossen werden. Unter anderem in den Naherholungsgebiet Forstenrieder Park. Und das wäre natürlich ja mehr schade, das ist nämlich ein noch relativ intaktes Waldgebiet, Nähe von der Großstadt. Ja, hier ist eine kuriose Stelle, wo der Verkehr zwischen Autos und Flugzeugen mit dieser Ampel hier geregelt wird. Also das ist jetzt grün, jetzt dürfen wir fahren. So. Ja, ein alter Karmann. Nämlich, es ist so, dass da vorne diese moderne Bauten, das ist das Bundesamt für Luft- und Raumfahrt. Und das ist deren Flugplatz hier. Und naja, es gibt hier ziemlich selten Flugverkehr, aber immerhin ab und zu mal kommen hier Flugzeuge und die starten hier. Und hier an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, fliegen die vielleicht so in 30 Meter Höhe. Da sollen die Autos da vorne stehen bleiben und warten, bis die Flugzeuge weg sind. So, wir fahren da weiter. So, hier sind wir in Oberpfaffenhofen. Wir werden hier bald
irgendwo links abfahren. Zum Beispiel hier. Na, ob das der richtige war? Mal sehen. Ja, das geht. Okay. Ich will nämlich hier durch die Felder nach Hochstadt. Hochstadt hört sich so richtig toll nach Stadt an. Aber ihr werdet sehen, das ist ein kleines Dorf. Ja, wie man sieht, wir sind in Bayern. Die Volksfrömmigkeit ist überall zu sehen. Überall gibt es hier viele Kapellen und Kruzifixe. So, ist das hier nicht schön? Diese friedliche, wunderbare Land. Ich liebe Bayern. Ich wohne seit über 20 Jahren und davor war ich in Nordhessen, in Kassel zu Hause. Nichts gegen Kassel, ich habe das auch geliebt. Hessen, besonders Nordhessen, hat auch unheimlich viele schöne Ecken. Und das Land hat da oben auch sehr viel Charakter. Aber hier ist irgendwie schon mal das Wetter besser als da oben. Und das ist wunderbar. Aber wahrscheinlich ist es überall schön. So, jetzt habe ich ein Problem, nämlich meine Lenkerkamera ist ein GoPro 7 Black und bekannterweise entleert sich bei dieser Kamera die Batterie ziemlich schnell. Nun, das ist jetzt soweit und ich habe vergessen, eine Ersatzbatterie mitzubringen, obwohl zu Hause habe ich noch 3 Stück. Nun, als Ersatz habe ich hier ein Insta360 G2, der ist die kleinste Actionkamera der Welt, aber natürlich die Qualität ist nicht so toll. Eine ziemlich neue Kamera, ich kenne das nicht so richtig und deswegen kann ich auch nicht sagen, ob das was wird. Aber ich versuche jetzt ab hier bis nach Hause mit dieser zweiten Kamera aufzunehmen. Ich hoffe, dass das was Brauchbares ergibt. Wenn nicht, nun, was Besseres habe ich momentan nicht. Jetzt sind wir in Hochstadt. Da fahren wir hier durch. Und da kommen wir an der anderen Seite wieder zu den Feldern.
Ich habe vom Pferde keine Ahnung und deswegen weiß ich nicht, warum die Leute hier mit dem Pferd spazieren gehen, anstelle sich draufzusetzen. Die ganze erinnert mich an diese alte Volksmärchen, wo der Opa mit den Enkeln mit einem Esel auf den Markt gegangen ist und die sind neben den Esel gelaufen und dann sagten die Leute, die sind aber bescheuert. Guck mal, die laufen anstelle sich auf den Esel zu setzen. Also, der Opa hat den Enkel draufgesetzt. Dann gingen die weiter und dann sagt die Leute, guck mal, der Junge, der lässt den Alte hier laufen und macht sich bequem. Also, haben die Platz gewechselt. Der Alte hat sich draufgesetzt. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Alte hat sich da auf den Esel gesetzt. Der Junge gelaufen, Leute haben natürlich gesagt, oh guck mal, der Alte lässt den armen Junge zu laufen. Naja, nächstes Mal haben die beide auf den Esel gesetzt, haben natürlich die Leute die Esel bedauert, guck mal, der arme kleine Esel. Da blieb nur noch die Lösung, die Junge und die Alte haben die Esel einfach auf den Hals genommen und haben die getragen. Und da waren die natürlich die Leute erst recht überzeugt. Die sind der Alte und der Junge miteinander verrückt geworden. Ja Gott, den Menschen kann man nie so richtig recht machen. Jedenfalls an manchen Menschen. Ja, da können wir mal gucken, was hier steht. Frieden findet man nur in den Wäldern. Das ist ein Zitat angeblich von Michelangelo. In der Freude an Stille und bayerischer Brauchtum haben zwei Münchner Schwammerlsucher dieses Kreuz im September 1970 wieder aufgestellt. Vergelt's Gott den edlen Spender. Und da ist tatsächlich frische Blume und da oben so eine ganze Menge ewiger Licht. Und dieser Kruzifix mit der Christus ist eine richtig schöne Holzarbeit. Das da vor uns ist das Dorf Hausen. Hausen ist irgendwann mal um 1830 bis auf zwei Häuser abgebrannt.
Ja, das für uns ist die Herrgottsruhkapelle. Wollen wir näher anschauen. Wobei, irgendwann mal habe ich auch euch schon jetzt gezeigt. Also der wurde 1838, nachdem Hausen, wo wir vorher durchgefahren sind, abgebrannt ist, von den Bewohnern erbaut, damit es nicht mehr vorkommt, so eine Katastrophe. Diese Kapelle wird nachgesagt, dass sie wundertätig ist. Hier diese Marie-Statue. Da sieht man Krücken, die hier gelassen wurden, ein Baumstamm. Und dann gibt es hier irgendwelche Wunschzettel, die schon verblasst sind. Man kann es nicht mehr entschlüsseln. Hier hat man offensichtlich für den Hund irgendetwas Gutes erfleht, erbetet. Und hier brennen die Lichter, das heißt, diese wundertätige Kapelle ist voll im Betrieb. So, hier geht es schon in Richtung nach Hause. Hier rollt man hinunter und dann kommt man nach Königswiesen. Ah, ist das herrlich. Hier vorne kommt wieder Reismühle. Ich habe das schon zigmal erzählt, aber erzähle ich noch einmal. Es wird erzählt, dass der Carlos Magnus, also Karl der Große, hier geboren ist. Ich habe darüber sogar irgendwann mal ein Video gemacht. So, also ich bin wieder zu Hause. Es war wieder eine schöne Tour. Mir hat es jedenfalls gefallen. Wenn euch auch gefallen hat, das würde mich ganz besonders freuen. Ich werde mal meiner liebe Frau etwas Schönes für Abendbrot kochen. Und ich hoffe,
dass sie dann schneller gesund werden. Also, ich möchte mich verabschieden. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.